Hallo zusammen und willkommen hier in meiner Fertigung bei Ehio. Ich mag sie unten im Keller mittlerweile. Es ist ein schöner, trockener, hoher Keller. Ich habe ein Fenster, scheint hier die Sonne rein. Es ist echt toll. Gib da mal eine Roomtour. Ich bastle heute ein wenig was mit euch. Wir schrauben was auseinander. Wir schauen, was irgendwo drin ist, weil wir das einfach gerne machen. Und ja, ich habe das jetzt alles ein bisschen umgestellt. Der Laser steht jetzt hier und die Bestückmaschine steht jetzt hinter der Kamera. Das habe ich jetzt alles ein klein wenig umorganisiert, weil es vom Platz her angenehmer ist, sage ich mal. Der Laser hier im Eingangsbereich ist besser als wie so eine Riesenbestückmaschine. Der Laser hat eine Wasserkühlung dabei. Und wir schrauben mal die Wasserkühlung auf, weil wir wollen wissen, was in der Wasserkühlung drin ist. Und eigentlich schrauben wir es auf, weil ich was anderes wissen will. Und zwar, wenn ich den Laser jetzt schon mal richtig wieder neu hinstelle und alles, dann will ich den auch mal richtig in Betrieb nehmen. Habe bisher nämlich noch nur so ein bisschen richtig in Betrieb genommen. Diese Wasserkühlung hat hier einen Alarmausgang. Bedeutet, hier sind drei Pins. Und wenn irgendwie die Temperatur zu hoch wird, wenn der Durchfluss nicht passt und so, dann gibt mir die Kühlung einen Alarm aus. Weil wenn die Kühlung nicht funktioniert, könnte es passieren, dass der Laser kaputt geht. Wäre eher ungut. Deswegen schließe ich jetzt erstmalig diese Alarmfunktion an. Dachte ich mir so, geht nicht. Ich habe jetzt nicht so einen blöden dreipoligen Diodenstecker. Ich glaube, der war dabei bei der Lieferung. Aber ich habe den Laser jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Jahre. Also er ist nicht mehr da. Deswegen schneiden wir jetzt hier seitlich ein Loch rein. Und ich habe mir hier so einen dreipoligen Stecker vorbereitet von Würth. Habe ich praktischerweise in den Design-Kits drin. Den bauen wir hier rein. Und hier habe ich dazu passend den Stecker. Und dann kann ich hier mit dem adaptieren. Und dann gehen wir einfach hier 1:1 rüber. Alarmausgang, wahrscheinlich ein Relaisausgang. Wir schauen uns mal an, was das Ding überhaupt drin hat. S&A heißt die Firma. Läuft jetzt schon ewig, funktioniert, tut seinen Dienst. Also wirklich, könnte mich jetzt nicht beschweren. Also, dann schrauben wir das Teil mal auf. Dann schauen wir uns das Ganze mal ein wenig an. Wir haben hier einen Wassereingang, Wasserausgang, eben diesen Alarmausgang und hier hinten die 230 Volt und hier unten einen dicken, fetten Lüfter. Oh, der klappert da oben, der ist nur mit 2 Schrauben geschraubt. Okay, so in der Innenseite, ha, ziemlich erinnert mich so ein bisschen an meinen Kühlschrank, auch dezent staubig. Wir haben hier hinten einfach 2 so Kühlspiralen drin und wenn man jetzt beobachtet, das Wasser kommt hier rein, das warme Wasser kommt hier oben rein und fließt nach unten, teilt sich also quasi hier auf, kann man glaube ich erkennen, teilt sich hier auf, fließt durch beide Kühlrippen, Spirale nach unten und das Ganze wird dann hier einfach vom Lüfter direkt gekühlt. Die Luft geht seitlich raus, also am Gehäuse hat man seitlich die Lüftungsöffnungen. Die geht also dann hier durch die Dinger durch die Kühlrippen und seitlich raus. Dann geht es hier aus dem Kühler raus, hier in unseren Wassertank hinein. Da befindet sich das Kühlwasser drin. Und dann haben wir hier hinten eine Pumpe, eine kleine Pumpe, die das Wasser dann hier oben wieder zurückbefördert und wieder rausbefördert. Hier oben ein Durchflussmesser, schätze ich mal. Also der misst den Durchfluss, dass da auf jeden Fall der Durchfluss richtig ist. Wenn man hinten also zuhält, dann wird der ein Error ausgeben. Der misst irgendwo, hier unten sieht man es, der misst hier hinten die Temperatur. Da hängt ein Temperatursensor drin. Und was er sonst noch so hat, gucken wir uns jetzt mal direkt an. Dass er jetzt die Temperatur unten misst, finde ich jetzt eher interessant und optimistisch. Besser wäre natürlich schon, wenn er die irgendwo oben messen würde. Aber natürlich hat er unten auch immer Wasser. Das ist natürlich auch nochmal so ein Thema. Wenn das Wasser leer läuft, hat er oben keine Temperatur, die er messen kann. Vermutlich haben sie sich was dabei gedacht. Die Pumpe wird mit 24 Volt betrieben. Wir haben hier vorne etwas Elektronik drin. Ich gucke mal, ob ich die hier rauskriege. Befindet sich hier dahinter. Ja, funktioniert. Wir haben hier etwas Elektronik drin. Das hier ist der Temperatursensor, diese 2 Leitungen hier. Und diese 2 Leitungen hier laufen nach hinten und werden hinten dann irgendwo verteilt. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo genau. Da hinten wird relativ viel Kabelzeug zusammengefasst. Vermutlich steuern die
vermutlich geben die ihm einfach die 24 Volt. Also der zeigt hier vorne auch nur die Temperatur an. Ich gehe mal gerade stark davon aus, dass das wahrscheinlich einfach nur Spannungsversorgung sein wird. Sonst hat er ja keine Anschlüsse. Wir haben hier einmal die Alarm-LED und einmal eine Normalbetrieb-LED. Vielleicht sogar eine Glimmlampe, ich weiß es nicht. Und innen drin, zeige ich euch jetzt mal, gibt es noch einige weitere Funktionen. Hier einmal ein Knackfrosch bzw. zwei Knackfrösche. Die, denke ich mal, erkennen, falls das Wasser zu heiß wird, dass er definitiv eine Notabschaltung hat. Beziehungsweise vermutlich einfach einer davon eine Wassererkennung, ob überhaupt genügend Wasser drin ist, damit er den Alarm richtig ansteuern kann. Unten kann man erkennen, befindet sich ein Relais. Und das Relais wird vermutlich, gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, für den Alarmausgang zuständig sein. Also drei Pins vom Alarmausgang, die gehen hier hinten auch auf diesen Diodenstecker. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, ein Pin wird Mittelanschluss sein, ein Pin Öffner, ein Pin Schließer. In welcher Reihenfolge müssen wir dann noch rausfinden? Wenn wir auf der anderen Seite reingucken, können wir noch das schwarze Teil herkennen. Das Ding hat natürlich auch einen Piepser. Also der piepst, wenn er nicht gescheit funktioniert. Ah ja. Diese Lötverbindung hier würde ich jetzt mal als eher etwas schlecht ausgeführt bezeichnen. Die zwei anderen halten aber zum Glück. Naja, ich meine, man kann das ja wieder hier so reinstecken, dann hält das schon wieder. So, und hier seitlich mache ich jetzt diesen Stecker dran. Oder würde ich gern diesen Stecker dran... Würde ich gern diesen Stecker dran machen und dann einfach irgendwie mit Heißkleber festmachen, dass er hält und da drei kurze Kabel rüberziehen und fertig. Soweit alles angelötet. Jetzt stecken wir das ganze Ding dann mal ein. Davor habe ich aber noch so einen alten Aquariumschlauch. Den hängen wir jetzt mal hier dran, weil ich glaube, dass hier sonst relativ zügig Wasser rausgespratzelt kommt. Und den können wir dann rein theoretisch abknicken. Somit wäre der Durchfluss weg. Und somit müsste dann auch einen Error bringen. Jetzt muss ich aufpassen, wir haben jetzt 230 Volt. Kein Spaß mit dem rumzuhantieren. Muss schon ein bisschen aufpassen und wissen, was man tut. Ich schalte das Ganze mal ein. Wir haben hier eine Wasserzirkulation. Und wenn ich jetzt hier den Durchfluss verenge, dann kommt jetzt nichts mehr raus und er erkennt es und fängt sofort an zu piepsen. Ich habe auch schon das Relais klackern gehört. Ich messe jetzt mal und erzähle es euch nachher, was ich gemacht habe, weil ich glaube, der Lüfter ist relativ laut. Also ich habe es jetzt gerade rausgemessen, ist wirklich wie ich gedacht habe, ein Relaiskontakt. Den Mittelanschluss habe ich jetzt hier auf das linke verbunden, in der Mitte befindet sich okay, also ist geschlossen, wenn das Ganze okay ist. Das Ganze sieht so aus, der Laser hat einen, der hat einen Optokoppler überall drin, gefühlt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat er einfach nur irgendwie eine Versorgungsspannung, geht dann irgendwie auf Vorwiderstand auf die LED vom Optokoppler und ich muss jetzt hier nur gegen Masse verbinden. Und wenn ich gegen Masse verbinde, ist alles in Ordnung und er würde anfangen zu lasern. Das heißt, ich muss quasi den Mittelanschluss auf Masse vom Laser hängen und den Schaltausgang hier auf diesen Water Protect 1 Pin. Dann verbinde ich jetzt hier mal zwei Kabel, verbinden die Kabel mit dem Laser und dann schauen wir mal, was passiert soweit.
So, der Laser ist relativ laut. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem einigermaßen. Ich habe jetzt das Ganze angeschlossen hinten. Der Wasser Protection Eingang, den habe ich vom Datenblatt aus der Steuerung rausgeholt. Wir testen jetzt das Ganze mal, ob es funktioniert. Ich habe jetzt einfach mal vom PC aus irgendwas drauf gespielt. Drück auf Start. Laser fängt an zu gravieren. Drück auf Stopp. Ich habe jetzt auch kein Holz drin, also der graviert jetzt quasi irgendwas. Ich bleibe noch mal auf Start und sobald ich jetzt hier hinten den Stecker rausnehme, fängt er an zu piepsen, sagt Wasserfehler. Und jetzt habe ich es wieder angesteckt. Sobald ich hier auf OK drücke, lasert er wieder weiter. Das war also ein voller Erfolg. Ich bin ziemlich froh, dass das so gut funktioniert. Jetzt bin ich da ein wenig auf der sicheren Seite, wenn ich jetzt den Laser schon in Betrieb nehme oder halt woanders hinstelle, weil er steht jetzt ja hier, dann machen wir es gleich gescheit. Gut, dann vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen soweit. Daumen nach oben und Abo. Macht's eh immer brav, brauche ich gar nicht dazu sagen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Ciao!